Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und in diesem Video erhältst du einen Vergleich der besten Girokonten Deutschlands und welche Vorteile diese für dich bieten. Viel Spaß! Nahezu jeder von uns hat ja mittlerweile ein oder vielleicht sogar mehrere Girokonten, mit denen wir unsere alltäglichen Geldgeschäfte erledigen. Doch leider hat sich der Markt in den letzten Jahren deutlich geändert, sodass die klassischen Banken immer weiter dazu übergegangen sind, ihr Girokonto kostenpflichtig zu machen. Es wurden Kontoführungsgebühren eingeführt oder ähnliche Servicepauschalen. Doch zum Glück gibt es auch Banken, die hier einen anderen Weg gehen. Welche das sind und welche Vorteile diese Konten für dich bieten, haben wir recherchiert und insgesamt drei Favoriten haben sich hierbei herauskristallisiert. Am Ende des Videos erhältst du dann auch noch eine Empfehlung, welches dieser Konten für welchen Typ besonders gut geeignet ist. Für den Vergleich haben wir folgende Kriterien zugrunde gelegt: die Kontoführungsgebühren, Guthabenverzinsung, Dispo-Kondition, Kreditkarte, Bezahlen im In- und Ausland, Abheben im In- und Ausland, Technik und Apps, Highlights und die Kontoeröffnungsmethode. Schauen wir uns nun die drei Anbieter im genauen Vergleich an. Als erstes haben wir die ING DiBa, als zweites die DKB und als drittes Comdirect. Im Bereich der Kontoführung sind alle drei Konten zunächst kostenlos. Die DiBa und die Comdirect sogar ohne Bedingung, das heißt, es ist kein Geldeingang notwendig. Bei der DKB kannst du nur in den ersten 12 Monaten die vollen Vorteile nutzen. Danach musst du einen Geldeingang von mindestens 700 Euro im Monat haben, um weiterhin als sogenannter Aktivkunde gewertet zu werden. Im Bereich der Guthabensverzinsung schlägt sich die aktuelle Niedrigzinsphase auch wieder. Nur die DKB hat hier auf ihrem Kreditkartenkonto, diese ist Teil des Girokontos, eine Verzinsung von 0,2% bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Die Dispo-Konditionen sind deutlich günstiger als bei den sonstigen Filialbanken. Hierbei bewegen wir uns bei der Comdirect als günstigsten Anbieter mit einem Zinssatz von 6,5% und der DiBa von 6,99% als teuersten der drei Anbieter. In allen drei Konten ist eine kostenlose Visa-Kreditkarte enthalten. Schauen wir uns nun an, wie es sich bei den Konten mit dem Bezahlen und dem Abheben verhält. Bei allen drei Konten kann man im Inland und im Euroraum kostenlos Geld abheben. Bei der DiBa kann man hierzu die Visa und die Girocard verwenden, bei der DKB ist es immer die Visa-Card und bei der Comdirect benutzt man im Inland die Girocard und im Euroraum die Visa-Card. Außerhalb des Euroraums wird es dann anders. Hierbei wird bei der DiBa eine Gebühr sowohl bei der Visa als auch der Girocard von 1,75% des Betrages in Euro abgeführt. Die DKB sticht hierbei positiv heraus. Die Visa-Card hilft hier dem Aktivkunden, auch weltweit außerhalb des Euroraums kostenlos Geld abzuheben. Zunächst wird zwar die Gebühr dem Konto belastet, dann aber als Aktivkunde wieder von der DKB erstattet. Bei der Comdirect zahlt man mit der Visa-Card dann eine Gebühr von 1,75% auf den Betrag in Euro. Beim Abheben verhält es sich ähnlich. Im Inland kann man hier mit der Visa-Card an allen Automaten mit einem Visa-Zeichen bei der DiBa das Geld abheben. Mit der Girocard an allen DiBa-Automaten und im Einzelhandel, wie zum Beispiel bei Rewe, Netto, Thun Baumarkt, Penny, Aldi Süd und noch einigen weiteren. Bei der DKB im Inland auch mit der Visa-Card an allen Automaten mit einem Visa-Zeichen und im Einzelhandel bei Läden wie Real, Rewe, Penny und einigen anderen. Die Comdirect lässt hier eine kostenlose Abhebung an allen Automaten der Cash Group mithilfe der Girocard zu. Zur Cash Group zählen die Commerzbank, Postbank, Deutsche Bank und die Hypo Vereinsbank. Im Euroraum ist es dann mit der Visa bei der DiBa möglich, kostenlos Geld abzuheben an jedem Automaten. Genauso bei der DKB. Beachtet hierbei aber, dass bei allen diesen Abhebungen dennoch zusätzlich eine Gebühr des Automatenbetreibers anfallen kann. Diese wird dann auch nicht erstattet von der Bank. Bei der Comdirect nutzt man auch im Euroraum seine Girocard, um kostenlos an allen Automaten abzuheben. Interessant wird es dann mit den Unterschieden außerhalb des Euroraums. Die DiBa verlangt nämlich auch hier 1,75% des Betrages
plus eine gegebenenfalls anfallende Automatenbetreibergebühr. Mit der Girocard sind es 5 Euro plus diese Gebühr des Automatenbetreibers. Außerhalb des Euroraums sticht die DKB auch hier wieder positiv hervor. Denn es ist möglich, mit der Visa-Card weltweit kostenlos Geld abzuheben. Lediglich die Gebühr des Automatenbetreibers kann anfallen. Mit der COMDirect hebt man mit seiner Visa-Card kostenlos bei dem Automaten mit dem Visa-Zeichen auch außerhalb des Euroraums ab. Eine Automatenbetreibergebühr ist dennoch möglich. Technik und Apps. Alle drei Konten werden online verwaltet. Jede Bank bietet mehrere Apps mit unterschiedlichen Funktionen. Hierbei kannst du zum Beispiel alle deine Bankgeschäfte erledigen, Fotoüberweisung machen oder sogar Überweisung, wie bei der DiBa, mit deinem Fingerprint, wenn du denn ein entsprechendes Handy hast, freigeben. Die COMDirect bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, dass du deine Überweisung in unterschiedliche Bereiche einteilen kannst und somit wie ein kleines Haushaltsbuch hast, um deine Ausgaben in einem besseren Überblick zu behalten. Highlights. Die DiBa zahlt jedem Neukunden einen Bonus von 50 Euro, wenn innerhalb der ersten 4 Monate mindestens zweimal ein Gehaltseingang in Höhe von 1000 Euro gebucht wird. Außerdem ist die DiBa für jeden mit Immobilienaffinität sehr gut geeignet. Sie stellt eine kostenlose Immobilienbewertungs-App in Zusammenarbeit mit Sprengnetter zur Verfügung. Sprengnetter ist eine der größten Datenbanken zur Immobilienbewertung in Deutschland. Außerdem bietet die ING DiBa für alle Angestellten sehr gute Immobilienfinanzierungskonditionen, sodass du dir im Rahmen deiner Kontoführung eine positive Bankverbindung zu DiBa aufbauen kannst, um dann später einfacher gute Konditionen für eine Immobilienfinanzierung zu bekommen. Die DKB hingegen setzt hier auf das Thema weltweit kostenlos Bargeld und Bezahlen. Außerdem ist der DKB das Thema Sicherheit sehr wichtig. Es kann ja mal sein, dass man zum Beispiel im In- oder Ausland seine Karte verliert, dann erhältst du schnellstmöglich eine Notfallcard ins entsprechende Land geschickt. Außerdem bietet die DKB eine Kartenkasko an, sodass alle Verfügungen, die nach dem Verlust bis zur Schadensmeldung getätigt werden, von der DKB abgedeckt sind. Des Weiteren hat sie noch einen Online-Tresor, wo du wichtige Dokumente auf dem Server der Bank abspeichern kannst, was natürlich im Ausland hilfreich sein kann, um von dort aus deine Dokumente jederzeit abrufen zu können. Die COMDirect zahlt hier einen Bonus von 75 Euro für Neukunden, wenn es sich beim neuen Konto auch um dein Gehaltskonto handelt. Zusätzlich erhältst du 25 Euro Aktivitätsprämie, wenn in den ersten 3 Monaten mindestens 5 Aktionen, also zum Beispiel Überweisungen, stattfinden. Solltest du dann nach mindestens 12 Monaten nicht zufrieden sein, gibt es obendrauf nochmal 50 Euro als kleine Entschädigung. Zusätzlich bietet die COMDirect als einzige einen kleinen eingeschränkten Filialservice mit Commerzbank-Filialen. Hier kannst du unbegrenzt viele Auszahlungen auch am Schalter vornehmen und sogar bis zu 3 Einzahlungen kostenlos jedes Jahr. Die Eröffnungsmethoden. Bei allen drei Konten handelt es sich ja um Online-Konten. Man geht also einfach auf die Homepage der entsprechenden Bank. Dort findet man dann den Kontoeröffnungsantrag. Die DiBa hat hier eine Besonderheit, denn der Antrag muss bei der DiBa unterschrieben im Original in Papierform vorliegen. Dann hat man die Wahl zwischen dem Post- und dem Videoident-Verfahren. Bei der DKB gibt es einen Online-Antrag, auch wieder mit der Auswahlmöglichkeit zwischen Post- und Videoident. Die COMDirect ist hierbei meiner Meinung nach am fortschrittlichsten, denn man kann den kompletten Antrag online ausfüllen und absenden und gleich im Anschluss das Videoident zur Identifizierung nutzen. Anhand der vorherigen Kriterien und insbesondere der Highlights und Unterschiede möchte ich folgende Empfehlung geben. Die DiBa eignet sich besonders für die Sparfüchse mit Immobilienaffinität. Die DiBa hat super Immobilienfinanzierungskonditionen und wenn ihr euch im Jahre mit dem Konto eine gute Verbindung zu DiBa aufbaut, dann könnt ihr später sehr gute Immobiliengeschäfte mit ihr machen. Außerdem hat sie keine Bedingungen, damit das Konto weiterhin kostenlos bleibt, was allen Sparfüchsen, denke ich mal, entgegenkommt. Und der Bonus von 50 Euro ist ja auch nicht zu verachten. Die DKB ist eher für alle Reisefreunde mit Sicherheitsaffinität. Sehr gute Sicherheitsmerkmale wie dieser Kartenkasko und der Notfallcard und noch einigen anderen Merkmalen und der wirklich weltweit kostenlosen Abhebung und Bezahlung mit der Visa-Card. Die COMDirect ist für alle zahlenaffinen Investmentfreunde. Denn hier ist der Bonus am höchsten, du zahlst keine Kontoführungsgebühr
Und die Comdirect hat mit Abstand das beste Depot meiner Meinung nach, was natürlich dann für alle investmentaffinen Menschen sehr von Vorteil ist. Auch der eingeschränkte Filialservice kann sehr hilfreich sein, wenn ihr mit großen Zahlen hantiert, denn bei den anderen Online-Konten gibt es meistens so Tagesbegrenzung von zum Beispiel 1000 Euro. Wenn ihr dann aber mal unterwegs seid und ihr wollt zum Beispiel ein Auto kaufen und braucht dafür eventuell 20.000, 30.000 Euro Bargeld, dann könnt ihr euch in einer Commerzbank-Filiale anmelden und das Geld dort live vor Ort abholen. Es ist also für jeden was dabei. Insgesamt sind alle drei Konten definitiv sehr gute Konten und besser als die meisten Konten am Markt. Die von uns recherchierte Tabelle beruht natürlich immer auf den aktuellen Werten. Da die Banken aber auch ihr Angebot laufend anpassen, solltest du immer bei speziellem Interesse direkt bei der Bank nach den aktuellen Konditionen gucken. Die Links dazu findest du unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen, einen guten Überblick über die besten Girokonten Deutschlands zu erhalten. Damit du in Zukunft keines unserer Videos mehr verpasst, würde es mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Bei Fragen schreib einfach in die Kommentare oder schick uns eine Mail an info@finanznerd.de.